Ich kenne Bryce Dessner oder seine Musik seit Jahren. Und ich habe Jürgen van Rijn in Finnland kennengelernt, eigentlich. Es war eine komische Situation. Wir haben das Posaunenkonzert von James McMillan gespielt. Ein wunderbares Stück. Und ja, wir haben ein paar Ideen getauscht im Hotel nach dem Konzert mit Jürgen. Und der sagte, dass er Lust hatte, ein Posaunenkonzert von Bryce Dessner zu bekommen. Und ich dachte, das wäre vielleicht die perfekte Möglichkeit, etwas Neues mit dem WKO zu spielen. Also es gibt ein großes Spektrum von neuer Musik und das Orchester hat schon eine sehr reiche Geschichte. Und wir haben, ich glaube, das beste Publikum Europas. Und die unterstützen uns, sie sind immer da. Und ich wollte seitdem anfangen, neue Musik zu entdecken, einfach. Und wie wir reinkommen, ist sehr wichtig. Und was ich von der Musik von Bryce Dessner mag, ist, dass er hat diese Balance zwischen, wie kann ich sagen? Er ist ganz innovativ, aber gleichzeitig ganz accessibel. Und man findet beide Sachen ganz kaum. Deswegen habe ich diesen Komponist gewählt und ja, es freut mich sehr, dieses Projekt mit dem WKO zu machen und dass es bald kommt.